Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf Gamsting in einer neuen Folge LS15 Singleplayer. Wir haben, oder ich habe jetzt mal ein bisschen hier aufgeräumt und ich habe mir ein wenig die Karte geändert. Ihr werdet es hier gleich merken. Ich habe mir hier nämlich einen Unterstand hingebaut, habe die Kuhwiese etwas verkleinert, also die Kühe können jetzt hier nicht mehr quer durchlaufen. Die laufen jetzt immer außen rum, aber dafür eben hier diesen Unterstand noch mit hingestellt, dass man hier einfach auch ein bisschen Platz hat, um zum Beispiel diesen Wagen hier abzustellen. Was ich aber jetzt noch machen muss, das habe ich jetzt offscreen nicht machen wollen. Zum einen müssen wir hier Mist wieder rausholen und auch diesen Strohhaufen hier möchte ich umsetzen. Der soll dann erstmal hier rein, bis er leer ist. Und ja, dann über kurz oder lang werden wir hier eben die Ballen einsortieren. Das wird aber erst in einer der nächsten Folgen passieren. Die Kühe sind ja gut versorgt. Wie gesagt, Mist müssen wir wieder rausräumen. Milch haben wir aktuell auch ein bisschen was drinnen. Da sind, glaube ich, um die 14. Sehe ich das jetzt gar nicht hier? Ja, müssten um die 14.000 Liter drin sein. Aber Mist ist aktuell 27.000 Liter. Ich habe mir hier die Kapazität ein bisschen hochgeschraubt. Und was ich mir noch geändert habe, dass ich da nicht jedes Mal hängen bleibe, hier stehen nur noch ein paar Säcke für das Fahrsilo. Und meinen Gülle-Trigger habe ich mir hier hinten an die Ausfahrt vom Stall gelegt. Damit ich da einfach ein bisschen besser immer hier durch die Ein- und Ausfahrt reinkomme. Das mal so als Kleinigkeit, diese Änderungen. Was ich noch machen muss, das habe ich ein bisschen übersehen. Und zwar ist hier quasi unter dem Fass ist auch noch Bereich gesetzt, wo die Kühe hinlaufen können. Und somit stehen die halt ab und zu im Fass drinnen. Das muss ich nochmal ändern. Aber ansonsten passt mir das jetzt eigentlich ganz gut hier, die ganze Geschichte. Wir werden jetzt mal schnell einen Hänger holen, dass wir hier das Stroh aufladen können. Und dann eben umschaufeln. Beziehungsweise jetzt machen wir das gleich mal anders. Und zwar holen wir schnell mal den Mischwagen da hinten raus. Den stellen wir gleich mal in den Unterstand rein. Also da, wo er dann auch hin soll. Ich brauche mal den Traktor. Genau. Einmal Arbeitslicht. Wow. Langsam reiten. Ja, Heap-Tip-Trigger gibt es eine neue Version. Seit 19.01., also jetzt seit an dem Tag, wo ich jetzt gerade hier ein, zwei Folgen aufnehme. Ist heute rausgekommen, soll wohl jetzt mit Curseplay auch funktionieren. Also, dass man Curseplay nutzen kann mit der ganzen Geschichte hier. Das ging bis jetzt nicht, beziehungsweise oder ich habe es einfach nicht hingekriegt. Das kann auch sein. Bei mir hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Auch im Livestream, wo ich es getestet habe, hat es nicht so funktioniert. Oder nicht so, es hat gar nicht funktioniert. Also Curseplay hat es nicht als Trigger erkannt. Und ja, das soll jetzt behoben sein. Wäre natürlich schön, wenn das Ganze hier mal funktionieren würde mit Curseplay, weil dann kann man auch wirklich an Keilsilos zum Beispiel die ganze Geschichte. Ne, ich wollte eigentlich nur die Gabel absetzen. So, genau. Dann kann man nämlich hier auch bei den Keilsilos sich davor einen Trigger machen und eben Curseplay dann dementsprechend immer darüber fahren lassen und du selber schiebst es nur noch in die Silos rein, verdichtest es und ja, gut ist. So, jetzt hole ich mir aber, glaube ich, den zweiten Traktor noch. Genau, unseren Klaas, der steht etwas unbeholfen hier mittendrin. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich meinen Hänger über.
wo ich den Hänger hingestellt habe. Ah ja. Den müssen wir mal schnell suchen. Beziehungsweise, wenn wir ihn nicht finden, dann nehmen wir. Dann schauen wir im Menü nach, wo er rumsteht. Aber normalerweise sollte der irgendwo in einer Halle sein. Wie gesagt, ich habe jetzt alles mal wieder an den Hof gestellt und aufgeräumt und dass da einfach mal wieder Ordnung herrscht. Habe auch schon mal den Rückewagen wieder hochgeholt oder zurückgeholt aus dem Wald, um dann beim, ja, in einer der nächsten Folgen dann die Geschichte mit den Bäumen zwischen den Feldern zu machen. Das müssen wir ja auch noch. Okay, hier ist nur Feldarbeitszeug, Drillen und Pflug. Und hier ist nix. Okay. Wo habe ich den geparkt? Habe ich den hier reingestellt? Nö, habe ich ihn auch nicht. Okay. Jetzt wird's wirr. Dann müssen wir doch schnell schauen, wo ich den jetzt hingestellt habe. Da ist der Ballenboy und der und der. Ah, da steht noch ein Gewicht rum. Okay. So, wo ist unser Hänger? Ach, steht er doch da hinten in dem Unterstand. Okay. Dann weiß ich wieder, wo er ist. Hoffe ich zumindest, dass er dann da auch ist. Ja, Drescher habe ich hier auch mal untergestellt. Der steht jetzt auch am Hof. Wie gesagt, dass einfach mal alles hier ordentlich am Hof wieder ist. Kommen wir jetzt da noch durch. Ja, gerade so. Ja, den hängen wir mal an. Ja, es wird jetzt ein bisschen Arbeit werden mit den Strohhaufen. Ich werde dann auch irgendwann noch langsam reiten. Irgendwann noch ein Förderband besorgen. Aber jetzt erstmal. Ich fahre schon wieder viel zu schnell hier rum. Merk schon. So. Ja, dann stellen wir den gleich so hin, dass wir da nur immer vorwärts und rückwärts fahren müssen, um das Ganze hier eben in den Unterstand rein zu. Sehe ich halt gar nichts mehr. Genau, machen wir das mal so und stellen den so hin. Machen den dabei mal aus. Genau, und dann hüpfen wir in den Fendt rein. Und schauen mal, dass wir hier eben diese ganzen, die Masse an Stroh hier mal wegbringen. Nehmen wir gleich mal. Jetzt nimmt er wieder nicht den Haufen da hinten, den ich eigentlich haben wollte. Jetzt hoffe ich, dass der wenigstens Stroh aufnimmt, der Hänger. Nein. Das ist natürlich jetzt Käse. Ach nee. Jetzt muss ich das echt mit einem Mischwagen machen, oder wie? Aber das will ich eigentlich auch nicht. Mischwagen ist richtig blöd. Warum hängst du hier eigentlich so tief drinnen? Ah, da muss ich nochmal ein wenig höher den ganzen Boden machen. Ja, so ist mein, so hat man immer wieder was zu tun an der Map. Gut, dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass das dann funktioniert, wenn wir jetzt den Ladewagen holen. Das ist natürlich blöd, dass bei dem Hänger wieder kein Stroh geht.
Aber was wundert's mich? Das ist ja auch ein Standardhänger. Oder wir machen es anders. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Und zwar, ich wollte mir ja so oder so mal einen größeren Anhänger kaufen. Da bietet sich das irgendwie gerade an. Die ganze Geschichte. Zwar, der ist ganz cool, aber der hat nicht wirklich viel mehr. Beziehungsweise dann auch einen, der mit Häckselgut natürlich sinnvoller ist. Der Stuart, was hat der denn? Ja, ein bisschen mehr hat er. Aber ich finde den optisch so geil. Den holen wir uns jetzt. Einmal den Stuart, den wollte ich eigentlich eh schon die ganze Zeit hier drin haben. Und dann lassen wir dabei den Hänger hier am Hof stehen. Den anderen lassen wir uns mal wieder liefern, damit ich jetzt nicht die ganze Strecke hier rumdüse. Und den werden wir dann in der nächsten Folge oder so verkaufen. So, und da ist das gute neue Stück. Der Stuart-Anhänger. Jetzt bin ich nur gespannt, weil ich kann ja hier über Keypad 0 den Silageaufbau drauf tun. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob der nur Häckselgut nimmt oder ob der eventuell auch Stroh und Gras und alles nimmt. Wobei eigentlich braucht man das ja nirgends. Aber das probieren wir jetzt aus. Also ich hoffe, dass der überhaupt Stroh und Gras nimmt. Das wäre natürlich jetzt noch optimal, beziehungsweise nee, ich muss sogar abklappen, weil der Fendt sonst nicht hochkommt. Beziehungsweise nee, wir können ja die Rampe benutzen, dann benutzen wir die wenigstens auch mal. Probieren wir das mal, ob das. Achso, ausschalten kann ich den derweil. So, komme ich jetzt hier nicht raus? Nein. Ja, dann einmal durch. Bei den Tieren durch. So. Ein Witz. Das gibt es doch gar nicht, oder? Warum geht das nicht? Das ist jetzt extrem ärgerlich, weil jetzt muss ich wahrscheinlich dann echt den Ladewagen benutzen und den wollte ich jetzt eigentlich nicht benutzen. Geht nicht. Ach, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das bei einem Mod-Anhänger auf jeden Fall funktioniert. Also Mist könnte man laden, aber Stroh keins. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich einfach zwischen den Folgen das nachtrage. Dass der auch Stroh annimmt. Das ist jetzt blöd. Gut, im Endeffekt umsonst haben wir nicht gekauft. So ist es auch nicht. Aber es ist natürlich ärgerlich jetzt. Aber ich werde es jetzt anders machen. Und zwar, den haben wir ja zumindest nicht umsonst gekauft. Das ist das Gute an der Geschichte. Ich werde jetzt schnell mal den Ladewagen holen. Werde das ausprobieren zwischen den Folgen, ob das funktioniert. Und dann dementsprechend entweder
den Steward umschreiben oder halt dann eben das Ganze mit dem Ladewagen machen. Wahrscheinlich wird es mit dem Ladewagen gehen, denke ich jetzt mal. Gut, wie gesagt, Anhänger ist jetzt nicht das Problem. Das ist auf jeden Fall kein rausgeschmissenes Geld. Den wollte ich so oder so haben. Und ja, im Endeffekt, ein weiterer Hänger tut jetzt auch nicht weh. Gerade wenn wir dann das Häckseln anfangen. Da braucht man dann eh ein bisschen Ressourcen, die wir dann nutzen können. Und von dem her passt es auf jeden Fall. So, ich fahre jetzt mit euch noch schnell den Ladewagen runter, dass ihr quasi dann in der nächsten Folge direkt an der richtigen Stelle wieder, oder dass wir an der richtigen Stelle wieder starten. Beziehungsweise ich probiere es vielleicht sogar noch gleich aus. Dann wird zwar die Folge ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Dafür können wir dann gegebenenfalls hier eben in der nächsten Folge mit dem durchstarten, mit dem ich eigentlich in der Folge schon durchstarten wollte. Nicht den Fendt runterschieben von der Laderampe. Das wäre noch ganz gut. Und auch nicht unbedingt hängen bleiben. So, steht da natürlich ewig weit weg hier. Das ist natürlich blöd. So, dann lieber so. Und gut. Einmal das. Und komme jetzt hier wieder nicht durch. Na. Oh, habe ich so einen fetten Arsch? Hey, yeah. So. Und geht das? Ja, es funktioniert. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.